So, genau. Guten Morgen. Herzlich willkommen zum SNC-Pressbriefing zum Thema: Wie gefährlich wird Covid-19 im Winter? Mein Name ist Volker Stollert und ich bin Redaktionsleiter. Ich begrüße unsere drei Experten, die sich ihre knappe Zeit nehmen. Die Wachstumskurven der bestätigten SARS-CoV-2-Fälle, das heißt der Infektionen und Erkrankungen, sind in den vergangenen 2 Wochen von 95 auf in der Spitze über 70% gestiegen. Aktuell liegen wir bei 50%. Inzwischen stiegen 17 Kreise in der 7-Tage-Inzidenz auf über 100 Fälle pro 100.000. 76 Kreise haben Werte zwischen 50 und 100.000. Bei derzeit 12.000 Fällen pro Woche handelt es sich um über 50-Jährige, die ein mit dem Alter steil ansteigendes Erkrankungsrisiko haben. Es scheint also, Deutschland nähert sich auch einer Art Tipping Point, ab dem die intensivmedizinische Versorgung von Covid-19-Patienten und in der Folge auch von Patienten mit anderen Erkrankungen einem erneuten Stresstest unterzogen werden könnte. Auf dem bisherigen Höhepunkt der Epidemie im April waren teilweise 10% der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt. Derzeit stehen bundeswehrregulär rund 30.000 Intensivbetten für alle Kranken zur Verfügung und hinzu kommt, soweit ich das verstanden habe, noch eine 7-Tages-Reserve. Ist die deutsche Intensivmedizin im Winter also nun besser auf den zu erwartenden Anstieg von Patienten vorbereitet? Und wird SARS-CoV-2 im Winter gefährlicher als im April? Welche Erfahrungen haben Mediziner mit der Behandlung von Covid-19-Patienten gemacht und konnte die Sterblichkeit im Krankenhaus inzwischen verringert werden? Und natürlich, wie sieht es in unseren europäischen Nachbarländern aus? An dieser Stelle noch der Hinweis an Journalisten und Journalistinnen: Wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne direkt in den Chat schreiben, aber achten Sie bitte darauf, dass Sie eingestellt haben, dass Fragen an alle Teilnehmer versendet werden. Ich kriege die von einer Kollegin und sammle die dann weiter und leite sie weiter. Und die Experten bitte nicht im Chat antworten. So, dann stelle ich die Experten kurz vor. Ich freue mich und wollte gerne mit Herrn Professor Dr. Reinhard Busse beginnen. Der ist Leiter des Fachgebiets Management im Gesundheitswesen, TU Berlin, und Co-Direktor des European Observatory on Health Systems and Policies. Und wir erhalten derzeit viele Meldungen über den schnellen Anstieg der Fallzahlen aus europäischen Ländern. Sie haben einen guten Überblick über die Situation auf den Intensivstationen, auch im europäischen Ausland. Wie ist die Lage derzeit und was ist daraus für Deutschland abzuleiten, Herr Busse? Genau. Sie blenden die Folie ein, oder? Ja, das Genau. mache Also vielleicht müssen wir ja nochmal zur Erinnerung, ehe ich gleich auf die aktuellen Zahlen komme, zu dem Beginn der Pandemie. Da hatten wir ja diesen Spruch, flattening the curve, dass wir also die Neuinfektionszahlen absenken wollten, auch in allen Ländern. Und das war ja insbesondere vor dem Hintergrund der Ressourcennutzung des Gesundheitssystems, damals mit einem sehr starken Fokus auf die Krankenhauskapazitäten. Und das war dadurch bedingt, dass wir in vielen Ländern sehr, sehr hohe Hospitalisierungszahlen gesehen haben. An der Spitze stand damals Frankreich, wo 70%, also mehr als 2 von 3 Neuinfizierten stationär behandelt wurden. Aber auch in Spanien haben wir etwa gesehen, dass 50% der neuinfizierten Patienten stationär behandelt wurden. In den Niederlanden 40% etwa. Bei uns war schon damals so wegen einer anderen Strategie, dass wir mehr im ambulanten Sektor getestet haben und dann abgewartet haben, ob die Patienten wirklich stationär behandelt werden müssten, dass wir damals eine Zahl von 20% hatten. Also von 20% aller Neuinfizierten, dass die im Krankenhaus aufgenommen wurden. Von denen wiederum wurde dann nochmal jeder Fünfte etwa beatmungspflichtig. Wenn wir insgesamt auf Intensivstationen gucken, etwas mehr. Und jetzt ist ja die Befürchtung in Deutschland, vielleicht zur Einordnung: Wir gucken ja jetzt immer pro 100.000, dass wir jetzt in den letzten 7 Tagen ziemlich genau die gleiche Zahl an Neuinfizierten hatten, wie wir zum Höhepunkt Anfang April hatten. Und da ist natürlich jetzt die Frage: Erleben wir wieder Ähnliches, wie wir damals erlebt haben, Anfang April? Und um uns der Frage zu nähern, habe ich hier mir mal ausgewählte Nachbarländer angeguckt, nämlich Belgien, Frankreich, Niederlande und Spanien. Ich habe jeweils hier die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 über eine Woche. Also da,
wo wir ja jetzt ungefähr um 40 liegen. Da, wo meine Tabelle endet, am 13.10. lagen wir bei Anfang 30. Und man sieht, wenn man sich die Länder hier anguckt, Belgien etwa ist in den letzten 7 Wochen von 27 pro Woche auf 340 hochgegangen. Also die Neuinfektionszahlen haben sich fast verdreizehnfacht. In Frankreich schon von höherem Niveau haben sie sich nochmal verdreifacht. In den Niederlanden verzwölffacht und in Spanien bleiben sie auf hohem Niveau und steigen noch etwas. Insbesondere interessant sind Belgien und die Niederlande, weil die nämlich vor 5 Wochen vor uns ziemlich genau die Zahlen hatten an Neuinfizierten, die wir heute haben. Also hier, was hier der Stand 8.9. war, sieht man 32 in Belgien, 31 in den Niederlanden. Interessant sind jetzt über diese Länder, die sich natürlich alle die gleichen Sorgen machen wie wir, wenn man sich jetzt anguckt, wie viele von den dortigen Neuerkrankten werden stationär behandelt. Ich habe hier jeweils vier Spalten je Land. Krankenhausaufnahmen heißt, wie viele Patienten werden neu aufgenommen. Und Krankenhauspatienten sind, wie viele Patienten sind derzeit im Krankenhaus. Das gleiche gilt für intensiv. Wenn man sich die Prozentzahlen in den hellgelben Spalten anguckt, sieht man, dass derzeit in allen Ländern der Prozentsatz der Neuinfizierten, die stationär aufgenommen werden, nur etwa so bei 3-6% liegt. Auch in den Ländern, Sie erinnern sich, Frankreich hatte ich gesagt, 70% im Frühjahr, derzeit 4%. Natürlich ist ein Teil die andere Altersstruktur, aber das erklärt nicht den Großteil des einfach sehr unterschiedlichen Geschehens, den wir jetzt sehen. In den grünen Spalten sieht man die Anzahl der Patienten auf Intensivstationen. Man kann das dann immer für Deutschland sozusagen hochrechnen. Interessant ist jetzt, wenn man sich insbesondere Belgien und die Niederlande anguckt, wie gesagt, so Anfang September, und das vergleicht mit erstens mit dem deutschen Niveau, da stellen wir fest, wenn wir uns die derzeit in Deutschland in den Krankenhäusern, insbesondere auf Intensivstationen liegenden Patienten angucken, entspricht das ziemlich genau dem Niveau von Belgien am 8. September. Also in den Niederlanden sind die Zahlen pro 100.000 Einwohner etwas niedriger. Insofern würde ich sagen, wenn wir vorhersehen wollen, was auf uns zukommt, dann können wir uns damit mit Belgien vergleichen. Und man sieht dann, dass in den darauf folgenden Wochen, also in den 5 Wochen, nachdem Belgien und die Niederlande so hoch waren, wie wir heute waren, dass sich die Krankenhausfälle ungefähr um den Faktor 6 bzw. 8 erhöht haben und die intensivmedizinischen Fälle um den Faktor 5 bzw. 6. Seit den letzten Tagen, ich habe gerade mir das nochmal angeguckt, sind die Zahlen natürlich schon wieder etwas hochgegangen. Und wenn wir sozusagen die Zahlen von Belgien heute übertragen würden auf Deutschland, dann wären wir so bei ungefähr 16.000 Krankenhauspatienten. Wir haben knapp 500.000 Betten, also das sind 3% unserer Krankenhausbetten, und es wären 2.700 intensivmedizinisch Betreute. Das sind unter 10% unserer Intensivbetten und immer noch ein paar Intensivbettennutzungen weniger, als wir im April gesehen haben. Also insofern, wir haben jetzt eine ganz andere Zahlendynamik. Einerseits steigen die Fallzahlen deutlich schneller als im Frühjahr. Andererseits ist es so, dass eben doch deutlich weniger in allen Ländern und egal sozusagen, auch wenn jetzt Ältere wieder mehr betroffen sind, dass der Prozentsatz von denjenigen, die stationär behandelt werden müssen und auf Intensivstationen beatmet werden, deutlich kleiner ist. Aber natürlich, wenn das sich unbegrenzt nach oben entwickelt, werden die Betten auch immer mehr gefüllt. Soweit vielleicht zum Einstieg. Dann würde ich gleich mal weitergehen zu Herrn Professor Dr. Uwe Janssens. Er ist der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, DIVI, und gleichzeitig Chefarzt und Sektionsleiter Intensivmedizin am St. Antonius Hospital in Eschweiler. Wir haben gerade die europäische Situation. Ich habe gesehen, auch auf der DIVI-Karte in Deutschland sind erste rote Punkte von belegten Intensivstationen zu sehen. Wie schätzen Sie die Lage ein? Was treibt Sie jetzt gerade sorgentechnisch gerade um? Ja, Sie hören mich hoffentlich gut. Ja, meine Damen und Herren, erstmal vielen Dank für diese Einladung, hier an diesem Pressebriefing teilnehmen zu dürfen. Wie es denn jetzt im Winter wird, die bisherigen Erfahrungen, worauf wir uns einstellen dürfen und können.
als derzeitiger Präsident der DIVI spreche, also hier für die vielen Kolleginnen und Kollegen, die sich seit nunmehr Monaten in allen Bereichen der Notfall- und Intensivmedizin tagtäglich mit diesem Thema SARS-CoV-2 wirklich beschäftigen. Alle Länder wie auch alle Kontinente wurden von dem SARS-CoV-2-Virus im Februar und März und in den nachfolgenden Wochen und Monaten ja unvorbereitet nahezu überrollt. Und obwohl es klare Hinweise und auch Pläne gab, die auf diese Pandemie in diesem Ausmaß weit im Vorfeld hingewiesen und davor gewarnt haben, traf das Virus uns in unterschiedlichem Ausmaß mit voller Wucht. In der Rückschau können wir also jetzt zumindest für Deutschland sagen, dass trotz enormer Defizite, vor allem im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung, diese sogenannte erste Welle im internationalen Vergleich hervorragend bewältigt wurde. Dazu zählen natürlich alle Bereiche der Medizin. Der ambulante Sektor hat den Krankenhäusern von Anfang an den Rücken freigehalten. Auch die Gesundheitsämter haben trotz der bekannten weiter persistierenden personellen Engpässe ihre Aufgabe, wie ich finde, hervorragend bewältigt und so die Notfallaufnahmen und die stationären Bereiche der Krankenhäuser, wie Herr Busse das ja auch schon angedeutet hat, vor einer Überlastung bewahrt. Ein wesentliches Element ist hierbei sicherlich die Etablierung des DIVI-Intensivregisters, welches Sie ja schon zitiert haben. Die DIVI hätte also ohne Unterstützung des Bundesgesundheitsministeriums und des Robert-Koch-Institutes dieses Projekt nicht alleine stemmen und realisieren können. Und weltweit ist dieses Intensivregister sicherlich einmalig. Tagtäglich haben wir die zur Verfügung stehenden Bettenkapazitäten deutschlandweit detailliert ausgespielt und auch die Anzahl der aktuellen Patienten mit Covid-19-Erkrankungen. Und gerade angesichts dieser in der vergangenen Woche dramatisch ansteigenden täglichen Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 sind diese Zahlen für die Beurteilung der Behandlungskapazitäten, aber auch die Planung außerordentlich wichtig. Und dabei zeigen die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr sehr deutlich, dass nachweislich im Moment zwar die Anzahl der Neuinfektionen deutlich zugenommen hat, was sicherlich auch an der Anzahl der durchgeführten PCR-Testungen liegt, parallel dazu aber der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten deutlich niedriger liegt. Ich gebe das mal ein Beispiel wieder. Am 3. April 2020 wurde mit 6.156 Neuinfektionen an einem Tag die Höchstmarke geknackt. An diesem Tag befanden sich 2.424 Patienten mit Covid-19 auf deutschen Intensivstationen. Und von denen wurden 84% beatmet. Am Freitag vergangener Woche registrierte das Robert-Koch-Institut 7.334 SARS-CoV-2-Neuinfektionen. Gleichzeitig befanden sich nur 690 Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Und auch der Anteil der beatmeten Patienten lag mit 49% deutlich niedriger als im April. Und genau wie Herr Busse schätzen wir aktuell, dass ca. 6% der SARS-CoV-2-positiven Patienten im Krankenhaus behandelt werden müssen. Und davon müssen dann wiederum ca. ein Drittel im Weiteren auf der Intensivstation versorgt werden. Also 2% aller Infizierten. Sicherlich spielt das Alter der infizierten Personen hier eine dominierende Rolle. In der Kalenderwoche 15 im April lag das mittlere Alter bei 52 Jahren. In der Kalenderwoche 32 Anfang August das mittlere Alter bei 32 Jahren, also 20 Jahre im Mittel jünger. Es ist deshalb absolut nachvollziehbar, dass bei einem großen Anteil jüngerer Patienten ohne besondere Begleiterkrankung der Krankheitsverlauf Covid-19 gutartig ist, nur wenig intensivpflichtige Patienten zu erwarten sind. Und dieses drückt sich in den aktuellen Zahlen aus. Aber unsere Sorge ist es, dass nunmehr es wieder zu einem zunehmenden Überspringen der Infektionen auf die älteren Patientengruppen kommt. Und dieses ist nachweislich ab September der Fall. Genau an dieser Stelle möchte ich auf ein Kernproblem hinweisen, welches schon vor der Corona-Pandemie bestand, der Mangel an Fachpflegepersonal in der Intensivmedizin. Und mit großer Sorge beobachten wir derzeit, dass sich in der Personalstärke gerade in der Intensivmedizin wenig getan hat. Das ist auch verständlich, da in der Kürze der Zeit die Defizite der vergangenen Jahre und Jahrzehnte nicht aufgeholt werden können. Die Pflegepersonaluntergrenzen für die Intensivmedizin und andere Bereiche wurden ausgesetzt. Für die Intensivmedizin wurde sie ja jetzt wieder in Kraft gesetzt. Sollte es allerdings zu einem deutlichen Anstieg der intensivpflichtigen Patienten jetzt im Herbst und Winter kommen, müssen genau die gleichen Maßnahmen ergriffen werden wie im Frühjahr. Intensivbettenkapazitäten wurden ausgebaut und wir haben sogar Reservekapazitäten von nahezu 12.000 Betten, das haben Sie ja schon erwähnt. Doch wer, meine verehrten Damen und Herren, soll denn jetzt die möglichen Patienten in diesen Betten fachpflegerisch, aber auch fachmedizinisch betreuen, wenn es zum Äußersten kommen würde? Auf diese dringenden Fragen haben wir bisher keine Antworten erhalten. Und genau diese Diskussion müsste jetzt wieder mit größter Entschlossenheit und transparent aufgegriffen werden.
Zum Schluss möchte ich nochmals zurück zur Intensivmedizin und den medizinischen Möglichkeiten kommen. Die Deutsche Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und die DIVI haben gemeinsam mit anderen Fachgesellschaften schon im März unter der Feder von Herrn Kluge in Hamburg eine erste Leitlinie zur intensivmedizinischen Behandlung von Covid-19-Patienten veröffentlicht. Und derzeit arbeiten wir, hören Sie es, an der vierten Version. Sie sehen damit, dass die Covid-19-Pandemie Medizinern und Pflegekräfte aus allen Fachdisziplinen an einen Tisch gebracht haben und wir strukturiert und standardisiert an Leitlinien arbeiten, die sehr engmaschig und regelmäßig neu überarbeitet werden. Vor diesem Hintergrund blicken wir sehr gespannt auf die kommenden Wochen und Monate und werden uns sicherlich in diesen und anderen Zusammenhängen wieder gemeinsam austauschen. Vielen Dank. Genau, so, dann gehe ich gleich weiter mit Professor Dr. Clemens Lendler. Er ist Chefarzt an Biologie und Gruppenmedizin. Und an erster die Frage, wie gefährlich ist denn nun eigentlich Covid-19 im Vergleich zur Influenza-Grippe aus Ihrer Sicht? Darüber tobt ja ein heftiger Streit. Die Journalisten fragen sich genau das. Also was sagt der Profi? Genau. Bevor ich deine Frage beantworte, Volker, ein Echo zu dem, was Herr Busse und Herr Jansen gesagt haben. Also die Situation schätze ich sehr ähnlich ein. Ich denke, wir sollten wachsam sein, aber nicht panisch sein. Das heißt, wir haben viel gelernt in den letzten 9 Monaten, wie wir mit Covid-19 umgehen. Testungen sind erwähnt worden, die ausgeweitet wurden. Wir haben medizinisch viel gelernt, auch wenn wir, um ein Bonmot eines Politikers zu übernehmen, vielleicht noch nicht die Bazooka im medizinischen Feld verfügbar haben. Wir haben in der Logistik auch viel dazugelernt, wie wir Patienten gut reagieren etc. Trotzdem sollte man die Dinge nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir werden aber die Patienten aus meiner Sicht, und das ist meine Überzeugung, auch gut versorgen können, wenn wir die Bevölkerung mitnehmen. Ich erlebe es zum Teil auch im privaten Umfeld, dass eine gewisse Müdigkeit herrscht. Und das ist, glaube ich, die Kunst, die wir alle jetzt sozusagen beherrschen müssen, auch zu motivieren, die einfachen Regeln auch weiterhin zur Anwendung zu bringen. So, jetzt zu deiner Frage, was die Gefährlichkeit angeht. Ich glaube, am Anfang des Jahres, im Januar, waren wir noch unsicher, wie wir die Covid-19 im Vergleich mit Influenza einordnen sollen. Inzwischen gibt es, denke ich, gute Daten, was auch die Fatality Rates angeht, die Infektionssterblichkeit angeht. Es gibt eine Schätzung für Influenza, dass diese Zahl bei 0,05% liegt und wir für Covid-19 circa von 1% ausgehen müssen. Da ist eine Dunkelziffer mit eingerechnet. Das heißt, man ist im Bereich von einer circa 20-fachen höheren Sterblichkeit. Wir wissen natürlich auch, da bin ich auch bei Herrn Jansen, dass wir jetzt insbesondere auch die älteren Patienten in den Schwerpunktzentren, in den Kliniken versorgen werden und dass hier die Sterblichkeit zum Teil deutlich drüber liegt, weil die jüngeren Patienten können sich gut schützen etc. Das wird eine gewisse Herausforderung sein und umso mehr, das ist ja auch Hintergrund deiner Frage nochmal, eine Doppelwelle. Influenza plus Covid-19 gilt es zu verhindern. Deswegen empfehle ich auch eine Grippeschutzimpfung im breiteren Kontext der Bevölkerung, also nicht nur für über 60-Jährige analog der alten Stiko-Regel, sondern ich empfehle auch meinen Patienten jüngeren Alters eine Influenza-Schutzimpfung, um eben nicht eine Verstärkung, was das Infektionsgeschehen angeht und auch entsprechenden Ausgang der Erkrankung zu riskieren. Aber nochmal die Nachfrage an dich, Clemens Wendner. Die Zahl der älteren Patienten im Moment nimmt ja jetzt auch zu. Und bisher sehen ja die Daten so aus, wie Herr Jansen auch gerade gesagt hat, dass im Prinzip da ganz klar auch die Sterblichkeit und die Zahl der Intensivpatienten noch nicht so hoch ist. Aber das kann sich ja ändern. Und das
Oder wird sich das ändern oder wird sich eben nicht ändern? Ich glaube, das ist ja die Frage, die alle haben, vielleicht Herr Janssen und Herr Wendner beide nochmal dazu. Das ist ja die Befürchtung der Journalisten, ja, das bleibt halt nicht so. Und wenn es so bleibt, wie es ist, und wenn die Infektions-Fatality Rate so ist, wie die Experten uns sagen, dass dann logischerweise auch, wenn wir die Fallzahlen nicht wieder senken können, auch ältere Menschen in den Intensivstationen möglicherweise wieder behandelt werden müssen vermehrt. Ist das denn? Wir sehen ja eindeutig seit September, das kann man schön nachschauen, Herr Wendner, Sie werden mich bestätigen, nehmen wir wieder einen Anstieg. Dennoch ist die große Hoffnung, Herr Wendner, wie sehen Sie das, dass die Disziplin vor allem in den älteren Populationen, also das sehe ich auch bei meinen Patienten, also Herz-Kreislauf-Patienten, die sind ja alle älter, ja, dass die deutlich wirklich immer noch unheimlich da ist. Die halten sich wirklich fern. Sodass unsere Hoffnung ist, dass tatsächlich so diese Riesenwelle im Februar, März, April, die dann wirklich die Alten erfasst hat, dass das vielleicht etwas abgemildert ist. Nichtsdestotrotz werden wir es erleben, aufgrund der klimatischen Veränderungen, die Räumlichkeiten, die jetzt wieder alle enger werden, nicht mehr draußen, sondern viel wieder drinnen, dass es dazu Infektionsketten auch im familiären Bereich etc. kommt. Deshalb sind die Appelle ja der Politiker ja ganz nachvollziehbar, dass man genau diese Festivitäten etc., wo ja dann vielleicht auch Ältere mit Jüngern zusammentreffen, tatsächlich meidet im Augenblick. Herr Wendner, wie sehen Sie das? Nochmal an Herrn Wendner die Frage. Würden Sie das besser bewältigen diesmal, selbst wenn wieder mehr Ältere auf den Intensivstationen sagen liegen? Ja, also es ist so, wir haben deutlich mehr Patienten, als wir vor 4 Wochen hatten. Zurzeit konkret haben wir 25 Patienten hier. Vor 4 Wochen wären das unter 10 Patienten gewesen. Wir haben natürlich, das Alterskollektiv ist deutlich über 70. Wir haben hier in München Ausbrüche in Altenheimen. Und das ist natürlich das Problem, dass diese Patienten dann auch einen leider schlechteren Verlauf haben und auch eher intensivmedizinische Maßnahmen benötigen. Wir sehen jetzt noch keine Überforderung. Aber wenn wir nochmal auf die Zahlen von Herrn Busse schauen, wir sind quasi 5 Wochen hinter dem, was wir in unseren Nachbarländern zum Teil sehen. Und da kommt es dann eben auch nicht nur auf die Bettenkapazität an, die ist vorhanden, da bin ich sehr zuversichtlich, sondern Herr Janssen hatte schon darauf hingewiesen, es muss auch die Menschen hinter den Maschinen geben, das heißt den Pfleger, die Schwester, den Arzt, der die Maschinen bedient. Und das muss einkalkuliert werden. Und wir haben alle Patienten mit Nicht-Covid-Erkrankungen, die wir genauso gut versorgen wollen und müssen. Das heißt, die leeren Betten müssen dann auch unter all diesen Patienten aufgeteilt werden. Und da muss eine Ressourcenfairness auch stattfinden, dass keiner quasi über den Tisch sozusagen gezogen wird oder hinten runterfällt, nicht? Das ist wichtig und deswegen finde ich auch die vorbereitenden Appelle der Politik in diesem Feld sehr wichtig. Und wir müssen die Zahlen auch in den nächsten Tagen, Wochen sehr genau beobachten und uns darauf vorbereiten. Aber man muss eben auch sagen, also ich war selber etwas beunruhigter, bevor ich diese Tabelle da erstellt habe jetzt vorgestern, dass eben auch in den anderen Ländern, wo natürlich die gleiche Debatte ist, also wie viel sozusagen ist von der niedrigeren Hospitalisierungsrate ist auf die andere Altersstruktur zurückzuführen und wie viel ist einfach jetzt natürlich auch eine andere Herangehensweise, sowohl im ambulanten Bereich, gerade in den Ländern, als auch, dass sozusagen die Krankheit, die Viruslast und so weiter durch die Masken auch zu einer Veränderung beigetragen hat. Und die Zahl, wenn man sich etwa in Frankreich anguckt und sich da anguckt, was das mittlere Alter ist der Patienten, die auf Stationen sind, hat sich das minimal verändert. Vor 6 Wochen waren 47% oberhalb von 75, jetzt sind 51%. Also die Altersstruktur ist gleich geblieben. Natürlich mit den stark steigenden Zahlen pro 100.000 geht es insgesamt nach oben. Aber es ist nicht so, dass wir das, glaube ich, befürchten müssen, dass es diesen zu stark diesen doppelten Effekt gibt. Dass da sozusagen mit den Älteren, dass es nochmal deutlich stärker ansteigt. Aber es steigt halt an. Es steigt an, das ist ganz klar. Jetzt gibt es hier eine Tabelle. Darf ich kurz noch kommentieren? Die Parallelisierung zu Belgien und Niederlanden. Ich bin ja direkt um die Ecke von diesen beiden Ländern. Ja, also die Bevölkerung hat sich da schon, das Verhalten war definitiv anders. Das kann ich Ihnen ganz klar sagen. Es war so wie immer. Es gab überhaupt keinerlei Disziplin. Es gab keine Masken, gar nichts in Niederlanden. Also
wir haben auch im März und April gesehen, dass die Zahlen ganz anders gelaufen sind als in Deutschland, sodass ich wirklich hoffe, dass wir, selbst wenn es zu einer Parallelisierung des Anstiegs kommt, trotzdem es anders läuft wie in Belgien. Und da bin ich ganz fest und überzeugt, definitiv. Also hier ist eine Flut von Fragen natürlich, können Sie sich vorstellen. Ich schicke mal die erste rein von der dpa. Wo sehen Sie denn in Anbetracht der aktuellen Vorkehrungen in den Krankenhäusern noch Verbesserungsbedarf? Sie haben gerade schon die Situation in dem Personal, das kann man ja nicht so schnell ändern. Und welche Faktoren sollen bei der künftigen Belegung der Intensivstationen neben dem Niveau des Infektionsgeschehens noch mit einspielen? Es geht ja auch darum, wie die Patienten sozusagen richtig regional verteilt werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist ja nicht nur so, dass wir in einzelnen Regionen, kann es ja sein, dass da mal die Kapazitäten knapp werden. Vielleicht fange ich mal mit Herrn Busse an. Wo gibt es noch Nachbesserungsbedarf aus Ihrer Sicht? Naja, ich glaube, das Divi-Register ist ja der erste Punkt, dass man überhaupt sieht, wo gibt es regionale Ballungen, die dann verteilt werden müssen. Also ich brauche immer erst die Information, die ist da, und natürlich müssen dann, und ich glaube, meine klinisch tätigen Kollegen wie Herr Janssens, wie Herr Wendner, die sind da voll dabei. Wir brauchen natürlich den Rückhalt da auch von der Politik, was die Steuerung der Patienten angeht. Und da sehen wir, dass das noch nicht in allen Bundesländern aus meiner Sicht so richtig gut in Pläne umgesetzt ist, wie man sich das vorzustellen hat. Also man könnte sich ja vorstellen, wenn sich so Hotspots entwickeln, dass dann, also wenn jetzt bei Herrn Janssens was ist, die Leute sollen ja nicht nach Görlitz gleich transportiert werden, sondern es müsste halt so ein abgestimmter Plan hin, wie Patienten welche Regionen erreichen, wo halt Kapazitäten frei sind. Aber wie gesagt, bis auf die einzelnen Krankenhäuser ist es ja insgesamt jetzt noch nicht so, dass wir jetzt die große Massenverschiffung von Patienten machen müssen. Nee, klar. Herr Janssen, wie schätzen Sie das ein? Wird das ein Problem werden, die Kapazitäten sozusagen regional zu steuern? Ich denke nicht. Wir haben, so Vorreiterfunktionen nehmen wir für mich zum Beispiel Berlin ein, mit der Charité, die Steuerung in Berlin, ist exzellent. Und, muss man darauf hinweisen, Hessen läuft das auch sehr gut. Die haben einen ganz fein abgestuften Plan, wo die einzelnen Krankenhäuser in ihren Zuständigkeitsstufen tatsächlich dann die Schwerstkranken, da haben wir die übergeordneten Maxzentren der Maximalversorgung, die sich dann darum kümmern. Das ist gut abgestimmt, da gibt es klare Pläne, die Krankenhäuser sind benannt. Das ist ja mit dem Ministerium und Jürgen Graf, das ist der Ärztedirektor vom Universitätsklinikum Frankfurt, haben das sehr schön, das ist meiner Ansicht nach eine Blaupause auch für viele andere Bundesländer. Herr Wendner, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber das sind so, wir können regional hier in der Region beispielsweise Rheinland, wir waren ja Hotspot am Anfang, haben wir von Anfang an eigentlich sehr gut funktioniert. Wir haben den Kölner Raum, hat uns bedient, der Düsseldorfer Raum hat uns bedient, der Aachener Raum und die bis hin nach Münster, die noch viele Kapazitäten haben, sind die Patienten innerhalb dieser Fläche gut verteilt worden. Das hat auch schon im März, April gut funktioniert. Überregional würden wir uns von der Divi eine etwas klarere, transparentere Steuerung zwischen den einzelnen Bundesländern wünschen. Im Moment ist das ja noch gar nicht nötig. Vielleicht noch die Nachfrage hier kommt von der FAS. Werden die Krankenhäuser wieder Gelder benötigen, um leere Betten für Covid-19-Patienten freizuhalten? Wie ist da gerade die Regelung, Herr Janssen und Herr Busse? Naja, vielleicht muss man da ja sagen, was viele, glaube ich, gar nicht mitgekriegt haben, dass es gab diese Freihaltepauschalen, erst pauschal ja für alle Krankenhäuser gleich, dann abgestuft. Und die sind ja zum 30. September ausgelaufen. Jetzt ist aber so, seit 1. Oktober ist sozusagen die Verantwortung für die Krankenhausbudgets wieder in den Verhandlungen zwischen Krankenkassen und Krankenhäusern. Und die Krankenkassen haben ja schon zugesagt, zumindest für dieses Jahr, es wird aber sicherlich für nächstes Jahr verlängert, dass das Krankenhausbudget durch die leeren Krankenhausbetten nicht niedriger sein soll als letztes Jahr. Also es gibt jetzt nicht mehr die Pauschalen, aber sozusagen die Verluste durch die weniger Patienten werden jetzt kompensiert durch die Krankenkassen. Das ist weniger durch die Öffentlichkeit gegangen, aber das ist sozusagen das, was jetzt derzeit diese Situation ist. Herr Janssen, Sie nicken mit dem Kopf. Ja. Das ist tatsächlich gar nicht so öffentlich geworden. Genau, das ist für die Krankenhäuser ist gut. Einige Krankenhäuser tatsächlich benötigen das dringend. Die Center Maximalversorgung, die haben ja tatsächlich sogar gesagt, wir sind leicht unterfinanziert gewesen. Das muss man sagen. Für den Aufwand, der da betrieben wurde, kann ich das auch nur bestätigen. Das haben wir auch immer diskutiert, aber das wird dann diskutiert auf einer anderen Ebene. Und auch die haben eine Kompensation erfahren, kriegen sie auch noch weiterhin. Auch gerade jetzt mit den Krankenkassen. Budgets.
Dann habe ich eine praktische Frage vom NDR an Herrn Wendner. Es geht darum, die Therapiemöglichkeiten. Die Kollegen interessiert ganz sicher, sind die Therapiemöglichkeiten jetzt besser und ist auch das ein Grund für die etwas geringere Sterblichkeit und vielleicht auch weniger Patienten, die sozusagen versterben müssen. Und da ist die Frage, wie schätzen Sie die Kombinationstherapie mit Remdesivir und Dexamethason ein? Wir hatten ja jetzt diese Studie zu Remdesivir, wo kein statistisch signifikanter Überlebensvorteil nachgewiesen wurde. Und kann das in einer Kombinationstherapie nochmal zum Tragen kommen? Oder wie wird das aktuell eigentlich gemacht? Wie gehen Sie um mit Remdesivir und Dexamethason? Und was hat das für Auswirkungen auf das Überleben der Patienten auf Intensivstationen? Also, wenn die Frage vor einer Woche gestellt worden wäre, hätte ich gesagt, es ist eindeutig zu beantworten. Wir haben zwei Medikamente, Remdesivir in der früheren Phase. Mit Remdesivir können wir Krankenhausverweildauern, also Hospitalisationstage verkürzen, verringern. Und auch Patienten, die auf Intensivstationen gehen müssen, in ihrer Zahl reduzieren. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, auf Intensivstationen zu kommen, wird durch Remdesivir verringert. Das waren die Ergebnisse aus dem ACTT1-Trial und natürlich auch aus anderen weiteren Studien. Und in der Spätphase Dexamethason, das ist ja auch ein Standard. Nun hat sich durch den Solidarity-Trial, der ja Ende letzter Woche dann auch publik geworden ist über die WHO, das Bild ein wenig relativiert. Wir haben doch leider eine gewisse Ernüchterung zur Kenntnis zu nehmen. Remdesivir, ich sage nicht, dass es keinen Effekt hat, aber der Effekt scheint wohl kleiner zu sein. Das Solidarity Trial hat bei 2700 Patienten Remdesivir zum Einsatz gebracht und dann verglichen mit Standard of Care, also nicht Placebo, sondern Standard of Care. Und dort ist weder eine Reduktion der Mortalität konstatiert worden, noch eine Verkürzung der Krankenhausverweildauer. Das ist jetzt ein bisschen, sage ich mal, vorsichtig gesagt, irritierend. Die Daten in ihrer ganzen Fülle sind ja noch nicht publiziert. Es gibt noch keine peer-reviewed Vollpublikation. Aber es gibt schon erste Meldungen, dass auch die Zulassungsbehörden, auch die EMA, sich die Daten sehr genau anschauen wird. Die Zulassung ist ja für Remdesivir auch nur für ein Jahr erstmal ausgesprochen worden. Wir werden aber, um konkret auch die Frage zu beantworten, zunächst noch Remdesivir einsetzen. Es ist gut verträglich. Wir haben den Eindruck auch bei über 1000 Patienten, die wir hier versorgt haben, ein Teil hat natürlich Remdesivir bekommen, dass es auch im Einzelfall geholfen hat. Aber man muss auch hier die Daten weiter verfolgen. Und Dexamethason ist natürlich der andere Baustein. Das beides hat, glaube ich, schon auch ein wenig dazu beigetragen, dass wir sicherer mit der Covid-Krise umgehen können. Gibt es da eine Schätzung zu, was Sie schätzen, wie viel die intensivmedizinischen Möglichkeiten jetzt dazu beitragen, die Sterblichkeit zu senken? Kann man da irgendeine Zahl zu angeben, Herr Jansen, oder ist das sozusagen im empirischen Bereich? Sie haben die Daten von der Recovery-Studie, das ist ja die britische Studiengruppe, die ja verschiedenste Therapieansätze, unter anderem Hydroxychloroquin und andere Substanzen, aber auch das Dexamethason getestet hat. Wir haben dann Daten, die das in der Meta-Analyse zusammengefasst haben in JAMA. Es gab nahezu 4 Publikationen in einer Ausgabe, die sich nur mit Kortikosteroiden, also nicht nur das Dexamethason, beschäftigt haben. Und hier sehen wir bei den schwer erkrankten Patienten, die beatmet werden, also und die haben einen tatsächlichen Überlebensvorteil, der sehr erstaunlich, zumindest in der Recovery-Studie war, absolute 12%. Wir haben es kaum geglaubt. Das ist schon ein sensationelles Ergebnis, aber wir vertrauen auch auf die guten Analysen im JAMA und das ist jetzt State of the Art. Ansonsten würde ich sagen, können wir keine belastbaren Daten Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt zeigen, wie sich denn unsere gesamten Strategien verbessert haben. Aber wir haben natürlich enorm dazugelernt, auch in den ganzen Abläufen. Wir sind mit der die Diskussion der Beatmung, die ja sehr kontrovers geführt wurde und wo Vorwürfe kamen, die deutschen Intensivmediziner würden zu früh intubieren. Ich glaube, das ist ein bisschen überspitzt diskutiert worden. Ich denke, da sind deutsche Intensivmediziner, Herr Wendner, werden Sie mir beispringen, sehen immer dazu, dass die Patienten halt nicht nicht invasiv beatmet werden, weil sie sehr wohl wissen, dass das problematisch ist. Auf der anderen Seite aber das Krankheitsbild uns immer wieder vor Herausforderungen stellt, die wir so am Anfang gar nicht erwartet haben. Dramatische Verläufe, wo wir dann wirklich schnellstmöglich eingreifen müssen und dann tatsächlich zur Intubation greifen. Die intubierten Patienten, das wissen wir auch, haben halt eine schlechte Prognose.
Das ist einfach so. Und ansonsten sind die Prinzipien der Therapie, der Beatmungstherapie bis hin zum extrakorporalen Kreislaufersatz eigentlich vergleichbar mit den Maßnahmen, die wir auch bei anderen schweren Viruserkrankungen oder dem akuten Atemnotsyndrom des Erwachsenen durchführen. Herr Wendner, vielleicht noch mal kurz als Einschätzung, oder war das ungefähr so, dass... Ja, also ich würde dem absolut zustimmen, was Herr Janssen gesagt hat. Wir haben sozusagen Sauerstofftherapien, Highflow etc. doch sehr, sehr stark angewendet. Es gibt auch sozusagen im supportiven Bereich Antikoagulation als Stichwort viele Erkenntnisse, nicht, dass wir auch gelernt haben, dass ein Teil der Problematik eben auch durch Trompenbildung, also Blutgerinnsel etc. entstehen und dass wir diese Dinge dann auch sehr früh prophylaktisch anwenden, also Heparinisierung zum Teil prophylaktisch, aber dann eben auch eine Vollantikoagulation zum Teil auf Intensivstation bei schweren Fällen. Das ist, glaube ich, auch eine Lernkurve im medizinischen Sektor, die zur Prognoseverbesserung beigetragen hat. Aber ich sage nochmal, wir dürfen uns auf diesen Dingen nicht ausruhen. Remdesivir, das Solidarity Trial, hat auch gezeigt oder uns aufgefordert, dass wir weiterhin auch an noch besseren Therapien forschen müssen. Und ich glaube, da ist jeder, wie er hier sitzt, auch dran beteiligt. Eine Frage nochmal an die beiden Mediziner, Intensivmediziner. Wie gut ist eigentlich das Klinikpersonal im Moment geschützt? Also auch jetzt, wenn das sozusagen nochmal heftiger würde, ist da alles im grünen Bereich oder gibt es da Probleme? Oder was machen wir eigentlich mit Pflegepersonal, was vielleicht ausfällt wegen Quarantäne und anderen Problemen, die bei steigenden Infektionszahlen ja zunehmen könnten? Weil hier kommen mehrere Fragen, woher denn das Klinikpersonal nehmen, wenn die stehlen, sagen, wenn es jetzt wieder eng würde. Vielleicht Herr Janssen, was kann man da? Da brauchen wir ja nur den Ausführungen von unserem Minister Gesundheitsminister Laumann in NRW, wo ich ja bin, lauschen, der ja gestern genau das Gleiche gesagt hat. Wir können es ja jetzt auch nicht backen oder nicht, dass das Pflegepersonal auch von der Decke herunter. Und das stimmt. Wiewohl, eins muss man schon sagen, also wir waren am Anfang, ja, Herr Wendner, Sie sehen das genauso, haben wir wirklich gekämpft um diese persönliche Schutzausrüstung. Das war eine echte Achillesferse. Und das war kein Spaß und das hat auch wirklich uns große Sorgen gemacht, denn eins wollte man nicht, dass das Personal sich infiziert, das geht gar nicht. Ja. Wir wissen sehr wohl aus Italien, Spanien, dass es da ein bisschen zu vielen, vielen Todesfällen im medizinischen Personal gekommen ist und das haben wir in Deutschland auch ein paar Todesfälle zu beklagen, aber bei weitem nicht so viel, wie wir das in Italien gesehen haben, wo die völlig ungeschützt rangegangen sind. Auch die Art und Weise des Umgangs des Personals mit den Schutzmaßnahmen hat sich etabliert und wir können. Und wenn wir wieder an den Punkt kommen, dass wir das Personal nicht mehr haben, dann werden wir Bereiche runterfahren, Operationen zurückfahren und dann das Anästhesie-Fachpflegepersonal, die haben ja die gleiche Ausbildung. Die Anästhesisten können uns dann auch in der Intensivmedizin fachkundig auch mit Expertise und Ausbildungs helfen. Das haben wir ja auch schon im Februar, März, so, im März, April so gemacht. Ja, Clemens? Kurze Ergänzung noch, absolut stimme ich absolut zu, was Herr Janssen gesagt hat. Zwei Punkte noch, das wird Herr Janssen in seinem Klinikum nicht anders machen. Wir testen aggressiv Mitarbeiter, das heißt Mitarbeiter-Screening ist inzwischen fester Bestandteil. Jeder Mitarbeiter wird alle zwei Wochen hier getestet, im Einzelfall natürlich auch noch frequenter, wenn es Verdachtsmomente gibt. Das schützt sozusagen das Personal auch und es ist auch gibt wenig Ausfälle. Das Zweite, wir schulen auch bereits wieder Personal für die Intensivstation, für die Infektstation, dass eben auch hier bei den Mitarbeitern, die vielleicht in einem anderen Bereich zurzeit tätig sind, eine Expertise entsteht und wir das Personal. Ich muss man ja auch noch mal darauf hinweisen, dass wir haben uns ja die Zahlen für diesen Expertenbeirat beim BMG angeguckt, jetzt von der ersten Welle. Und da war es ja so, dass für den Zeitraum Mitte März bis Ende Mai ja auch die Anzahl der Patienten insgesamt, das sind ja nicht nur die abgesagten Operationen, sondern viele Patienten schätzen für sich natürlich derzeit auch den Nutzen, das Nutzen-Risiko-Verhältnis von Krankenhausaufenthalten anders ab. Da haben wir ja gesehen, dass die Zahl der Krankenhausfälle um 30% zurückgegangen ist im Schnitt. Und das heißt natürlich auch, dass insgesamt mehr Pflegepersonal zur Verfügung steht. Das mag, wie Herr Wendner gerade gesagt haben, nicht heißen, dass man sofort für Intensivstationen genug Personal hat, aber die Personalreserve ist natürlich pro Patient betrachtet größer, wenn die Zahl der Patienten um 30% zurückgeht. Das muss man sozusagen im Hinterkopf haben, dass da auch das Personal herkommt, wenn weniger Patienten da sind. Müssen denn jetzt schon wieder, kommt eine Frage, oder werden wahrscheinlich demnächst Operationen schon wieder verschoben, elektive Eingriffe?
Oder kann man das so noch nicht sagen oder sehen? Ja, in der Charité ist doch schon vergangene Woche schon, gab es dort so einen, zumindest Rückfahren, glaube ich, OP-Kapazitäten zumindest in Vorwegnahme der Infektionssituation in Berlin. 10-20% haben die das, glaube ich, schon reduziert. Das ging ja auch durch die Presse. Das wissen Sie auch. Und alle großen Häuser, der Maximalversorger etc., Herr Wendner bei Ihnen auch, haben die Pläne in der Tasche. Wir können eigentlich theoretisch von jetzt auf gleich die elektiven Sachen sofort absagen. Das geht relativ rasch. Wir können innerhalb von 72 Stunden unser Programm so umschiften, dass da Kapazitäten freigesetzt werden. Müssen wir aber im Moment noch nicht. Und man kann ja sagen, das kann ja wirklich kurzfristig passieren, weil sozusagen das Freihalten von Intensivbetten, da ist ja die durchschnittliche Liegezeit, also jetzt nicht die Covid-Patienten, sondern die Patienten, die postoperativ kommen, ist ja nur 3 Tage. Also insofern hat man da ja auch relativ kurzen Vorlauf, wann man wirklich die Operationen, wenn man Operationen zurückfährt, dass dann die Betten auch relativ zügig frei sind. Herr Wendner, Sie wollten also noch ich würde auch sagen, es ist zurzeit. Genau, es ist kein Thema, dass elektiv Eingriffe etc. auch Therapien, können ja auch, wir sprechen ja auch über Chemotherapien, wo vielleicht Angst ist, dass die verschoben werden müssen. Das ist nicht der Fall. Wichtig ist, dass man eben auch in den Krankenhäusern Bereiche definiert, die eben absolut Covid-frei sind. Deswegen haben wir für Covid-Patienten neben einem isolierten Infekthaus auch das Haus im Haus, sozusagen Pandemiestationen, die mit dem Rest der Versorgung abgekoppelt sind, also eine hohe Sicherheit für die Patienten bieten, die eben nicht an Covid erkrankt sind. Und jeder Patient, der ins Haus kommt, wird auch, bevor er stationär aufgenommen wird, vorher abgestrichen. Und erst wenn das Testergebnis negativ ist, kommt er zum Liegen. Im Notfall natürlich dann mit einem Schnelltest, das ist klar. Aber ich glaube, da haben wir schon alle eine höchstmögliche Sicherheit in den letzten Wochen und Monaten aufgebaut, dass eben auch genau die Dinge nicht passieren. Elektive OPs nicht aufgeschoben werden müssen zurzeit. Und notwendige Therapien auch an den Patienten gebracht werden können. Ein wichtiger Punkt, der ein bisschen untergegangen ist, ja die neue nationale Teststrategie. Man darf das gar nicht unterschätzen. Herr Wendt hat ja betont, dass bei ihm in der Klinik alle 14 Tage die Mitarbeiter getestet wurden, die Mitarbeitenden. Das ist ja bisher finanziell gar nicht klar abgebildet gewesen. Herr Spahn und das Ministerium setzt ja jetzt auf die Antigen-Teste. Und die werden ja jetzt tatsächlich dann gelangen in die Abrechnung, wenn die Krankenhäuser jetzt Pläne, Teststrategien vorlegen. Die müssen dann von den Gesundheitsämtern beauftragt werden. Die sind ein bisschen bürokratisch. Und dann kann man dann diese regelmäßigen Teststrategien in Hochrisikobereichen oder flächendeckend genau definieren. Und damit schützt man zum einen die Mitarbeitenden, zum anderen aber auch natürlich ist das Patientenschutz. Herr Wendner? Also die werden in München schon nach RVO abgerechnet, eben auch mit dem Hinweis, dass es zur Verhinderung von Infektionsketten im Krankenhaus dient. Also in Bayern ist das bereits abrechenbar. In Bayern war das so, NRW nicht. Ich habe eine Frage an Herrn Rutte aus Rheinland-Pfalz von der Rheinzeitung. Da ist nochmal die Frage, müsste bei der Einstufung von innerdeutschen Risiko auch die Auslastung der Krankenhauskapazitäten stärker berücksichtigt werden? Und wenn ja, gibt es dafür irgendwie einen Wert, eine Größe, die bei einer Art Corona-Ampel Berücksichtigung finden könnte? Naja, also es ist ja so, dass das Land Berlin in seiner Corona-Ampel hat das ja. Also da gibt es ja die drei Werte. Einerseits den uns allbekannten Wert, wie viele Neuinfizierte gibt es pro 100.000. Dann gibt es den R-Wert, also wie viele steckt im Schnitt jemand weiter an. Und der dritte Faktor ist die Auslastung der Intensivkapazitäten. Das ist ja der Wert, der jetzt kontinuierlich auch in Berlin immer im grünen Bereich geblieben ist, was uns ja jetzt nach dem, was wir hier gerade diskutieren, auch was ich von den Nachbarländern gezeigt habe, nicht erstaunlich ist. Also ja, natürlich ist das eine Möglichkeit, wenn man jetzt wirklich eine Ampel schafft, die auf mehreren Faktoren beruht. Und ich hatte ja ganz eingangs gesagt, der Letzungspunkt, warum wir auch die rigiden Maßnahmen mit dem Lockdown begründet haben, war die Sorge nach einer Überforderung des Gesundheitssystems. Und ja, natürlich sollten wir das auch wieder aufgreifen und sozusagen als Wert vor Augen haben. Ich habe hier noch eine medizinische Fachfrage, und zwar nach den Langzeitfolgen. Wer da eigentlich von betroffen ist? Und ob es da irgendwie schon eine Annäherung dazu gibt, wie viele Menschen davon betroffen sind. Herr Janssen und Herr Wendner, haben Sie da eine Schätzung oder gibt es da Erkenntnisse zu, die ein bisschen belastbar sind oder ist das eher noch anekdotisch?
Herr Wendner. Also es gibt das Phänomen des sogenannten Long Covid, auch in der Literatur bereits gut beschrieben. Die Langzeitfolgen, zwei Kardinalsymptome, ist Fatigue, also eine Erschöpfbarkeit, eine Müdigkeit, die bei den anderen auch Wochen bis Monate anhalten kann. Und das zweite sind Atemwegsproblematiken. Das ist die zweite große Gruppe. Man unterscheidet postakut innerhalb von 12 Wochen und chronisch ab 3 Monaten. Von der Frequenz 30% aller Covid-Patienten, wenn wir das gesamte Kollektiv betrachten, entwickelt das. Bei Intensivpatienten ist die Quote bis zu 80% anzusetzen. Es gibt natürlich entsprechende Kliniken, die sich darauf spezialisiert haben, sogenannte Kliniken. Auch in Bayern haben wir mehr nach einem Intensivaufenthalt entsprechend zur weiteren Betreuung schicken. Da kommen so Dinge, natürlich Atemwegsproblematiken, Atemtraining dazu. Aber vielleicht noch ein wichtiger Punkt, nicht somatisch. Man weiß, dass die Rate an Depressionen im Kontext Covid-19 mit Faktor 3 ansteigen. Das kann auch bis zum Suizid gehen. Das heißt, auch diesen Kontext darf man nicht außer Acht lassen. Das heißt, man muss Patienten auch nach stationärem Aufenthalt, wenn sie virusfrei sind, auch von ärztlicher Seite unbedingt weiter betreuen. Wir wissen nämlich, also die intensivmedizinischen Patienten, Herr Wendner, genau das ist der Punkt, die nehmen ja einen dramatisch längeren Verlauf, als wir das kennen. Die haben eine Liegedauer, die das weit übersteigt, was wir sonst kennen. Und intensivmedizinische Behandlung mit Beatmung betrifft ja alle Intensivpatienten, aber die werden besonders betroffen, weil sie besonders lange behandelt, beatmet werden. Das heißt, die haben ein schweres Postintensivsyndrom mit allem, was dazugehört, Muskelschwäche, neurologische Störungen. Die benötigen eine wirklich extensive Rehabilitation. Langzeitverfolgungen, also Langzeitprobleme, die sich vielleicht aus diesen Mikrothrombosierungen ergeben, das wissen wir ja noch gar nicht ganz genau. Da sind wir mal sehr gespannt auf die Daten, die wir vielleicht im Jahr 2021 in der Nachbeobachtung 12 Monate Post haben. Da sind wir sehr gespannt, ob oder Fibrosierung, das heißt Bindegewebsvermehrung in der Lunge als Folge der Covid-19-Lungenerkrankung, das werden wir noch sehen, was wir da für Auswirkungen haben. Das können wir noch nicht ganz genau sagen. Gut, jetzt haben wir schon 4 Minuten vor 12. Das heißt, wir haben noch 4 Minuten. Ich würde gerne alle nochmal bitten, mit all der gesammelten Erfahrung auf den Ebenen, die wir jetzt bisher gelernt haben und mit Blick auf das, was uns in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch erwarten wird. Ich habe so ein bisschen verstanden, Sie sind ein bisschen gelassener, aber nicht so richtig. Also vielleicht können Sie das nochmal so ein bisschen einordnen. Also wie schauen Sie jetzt auf diese weitere Entwicklung, wenn sich zum Beispiel die Fallzahlen nicht wieder durch das veränderte Verhalten der Menschen ändern würden? Vielleicht fangen wir mal mit Herrn Wendner an. Ja, ich würde sagen, es gilt das alte Pfadfindern, jederzeit vorbereitet sein sollte. Das gilt auch für Covid-19. Wir haben alle in den letzten Monaten Pandemiepläne entwickelt, die auch reaktiviert werden können. Das soll auch ein Stück weit Ruhe in die Diskussion reinbringen. Wenn die Zahlen wirklich steigen sollten, und das heißt auch stationäre Patienten, das heißt auch Intensivpatienten, sind wir nach jetzigem Wissen, nach jetzigen Kalkulationen in Deutschland gut vorbereitet. Und es wäre natürlich schöner, wenn wir diesen Stresstest für uns alle, für das Gesundheitssystem nicht hätten und nicht provozieren. Da hat jeder sozusagen auch ein bisschen selbst eine Eigenverantwortung, dass wir eben Infektionsketten sehr früh schon unterbinden und eben nicht das Problem dann in die Kliniken verlagert wird. Aber wie gesagt, mein Ausblick ist wachsam sein, aber trotzdem mit einer gewissen Zuversicht auch in die nächsten Wochen hineinzugehen. Herr Janssen? Ja, da schließe ich mich gerne an, Herr Wendner. Ich denke mal, Panik macht an der Stelle bringt überhaupt nichts, gar nichts. Und ich muss schon ganz ehrlich sagen, so konfus das vielleicht am Anfang erschien, war es dann im Ende dann doch nicht so konfus. Es hat eine gewisse Dynamik gehabt im März, April und das hat uns alle schon ziemlich gerade gerückt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also wir persönlich in der Medizin, das diskutieren wir ja in unseren Gremien, würden uns tatsächlich im Moment die Sorge der Kanzlerin, die ja alle bewegt, wünschen, dass
nicht zu sehr eine Panik geschürt wird in der Bevölkerung, weil sonst diese Pendelbewegung, nämlich links und rechts, diese Ausschläge, diese polarisierenden Effekte dann noch zunehmen und dass die Medizin einfach tatsächlich die Pflegekräfte und alle draußen in der ambulanten Medizin wie hier tatsächlich alle sind in der Lage, das im Augenblick tatsächlich zu schaffen. Da bin ich fest von überzeugt. Meine Kollegen alle, ich kenne keinen Einzelnen, der sagt, das wird eine Katastrophe werden. Aber wir wissen ganz genau, wir stehen hier so angespannt und blicken da in die Zukunft, werden das aber mit Sicherheit schaffen. Das wird im Herbst klappen. Herr Busse, Ihr Schlusswort? Ja, ich finde, das, also kann ich mich anschließen. Das ist also, wir sollten sozusagen, wir sehen, dass es wahrscheinlich oder wir müssen befürchten, dass es zu weiteren Anstiegen kommt. Die können natürlich nicht ewig andauern. Also wir müssen irgendwie schon sehen, dass wir die Dynamik brechen. Aber die vorhersehbaren Anstiege, die jetzt sozusagen schon auf dem Weg sind, die werden unser Gesundheitssystem etwas mehr fordern, als es genau derzeit ist. Aber sie werden es nicht überfordern. Aber trotzdem würden wir natürlich sagen, wollen wir ja nicht die unnötige, auch gesundheitliche Belastung der Bevölkerung, die Langzeitfolgen, die wir noch nicht ganz kennen. Also wir müssen sozusagen Sorge tragen, dass wir die Dynamik brechen, aber nicht, weil ansonsten das Gesundheitssystem zusammenbrechen würde. Gut. Sollten wir noch sagen, die Zahlen, die ich gezeigt habe, dass die hinterher verfügbar sein werden. Ja, genau, damit sind wir auch am Ende. Genau, das werden wir verfügbar machen. Erstmal vielen Dank an die 130 Kolleginnen und Kollegen da draußen. Wir haben wahnsinnig viele Fragen gehabt. Wir konnten die nicht alle beantworten. Das heißt, wir werden weiter in Kontakt bleiben und je nachdem, wie es weitergeht, auch nochmal ein Pressbriefing machen. Erstmal Dank an die Experten, Herr Busse, Herr Janssens, Herr Wendner, für Ihre Zeit. In einer Stunde ist es wie immer das Aufzeichnen des Pressbriefings über einen Link auf unserer Homepage verfügbar. Und wir bemühen uns auch möglichst schnell, ein Transkript zu veröffentlichen. Und insofern wünsche ich uns erstmal allen, dass wir gut durch den Winter kommen und sozusagen das, was wir alle befürchten, nicht eintritt und hoffen, dass es so ist, wie Sie es auch ein bisschen dargestellt haben. Man darf hoffen, dass wir das im Winter auch wuppen können, wenn wir uns alle ein bisschen vernünftig verhalten. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.